Das Mysterium von Zimmer 1046. Es ist der 2. Januar 1935. Am Mittwoch, den 2. Januar 1935, betritt gegen 13.20 Uhr ein gut gekleideter Mann das President Hotel in Kansas City in Missouri. Gepäck hat der Mann keins dabei. An der Hotelrezeption bat er um ein Zimmer und er hatte noch einen Extrawunsch. Er möchte ein Zimmer in der obersten Etage, welches nicht zur Straße geht, sondern einen Blick auf den Innenhof des Gebäudes hat. Der Mann checkt als Roland T. Owen ein und gab bei der Buchung an, aus Los Angeles zu kommen. Das Hotelpersonal gab später unterschiedliche Schätzungen zum Alter von Owen an. Einige sagten, er wäre zwischen 20 und 30 Jahre alt und andere schätzten ihn wiederum auf 35 Jahre. Er war gepflegt, gekleidet, er hatte einen dunklen, langen Mantel und dunkelbraune Haare. Seine gekämmten Haare konnten allerdings eine sehr große Narbe, die vom linken Ohr hoch zum Kopf ging, nicht verdecken. Und an dieser Stelle wuchsen keine Haare. Ich zeige euch das nachher. Außerdem fiel dem Hotelpersonal auf, dass Owen an der linken Seite ein Blumenkohlohr hatte. Also das ist eine Entstellung des äußeren Ohres. Googelt es nicht unbedingt. Das entsteht durch Blutergüsse an der Ohrmuschel und das tritt sehr häufig bei Kampfsportlern auf. Und man ging halt deswegen davon aus, dass Owen vielleicht möglicherweise ein Boxer oder ein Ringer ist. Der Hotelpage Randolph Probst führte Roland T. Owen auf sein Zimmer im 10. Stock. Er bekam das Zimmer 1046, welches zum Innenhof gelegen ist, genauso wie es sich Owen gewünscht hat. Auf dem Weg hoch zum Zimmer unterhielten sich die beiden. Owen erzählte Probst, dass er die Nacht zuvor im nahegelegenen Mühlenbach-Hotel verbrachte, ihm allerdings der Zimmerpreis von $5, das wären jetzt umgerechnet ungefähr $100, dass der ihm zu hoch war. Im Zimmer angekommen, beobachtete Probst, dass Owen aus seiner Manteltasche eine Zahnbürste herausholt, eine Zahnpasta, einen Kamm und diese Sachen ins Badezimmer stellt. Das ist alles, was Roland T. Owen bei sich führt. Danach verließen Probst und Owen wieder das Zimmer. Der Hotelpage schloss ab und übergab dem Gast den Schlüssel und führte seine Arbeit fort. Owen wurde gesehen, wie er das Hotel verließ. Am selben Tag, den 2. Januar, begann für Mary Sopdick nach einem Tag Urlaub gegen 12 Uhr die Arbeit. Sie war als Zimmermädchen im President Hotel eingestellt. Ihr routinemäßiger Gang durch die Zimmer brachte sie am frühen Nachmittag auch zu Zimmer 1046. Das war abgeschlossen und sie klopfte. Und zu ihrer Verwunderung öffnete Owen ihr die Tür. Denn mit einem Mann hatte sie jetzt nicht gerechnet, da vorher eine Frau das Zimmer in 1046 bewohnte. Also wie gesagt, sie hatte ja einen Tag Urlaub. Außerdem musste Owen das Hotel nach dem Einchecken für eine sehr kurze Zeit verlassen haben, da er am frühen Nachmittag bereits wieder auf dem Zimmer war. Mary Sopdick fragte Owen, ob sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen sollte, um das Zimmer zu reinigen, doch er ließ sie rein. Im Zimmer 1046 bemerkte das Zimmermädchen etwas Ungewöhnliches. Es war eine Auffälligkeit, die mehrere Hotelangestellte in den nächsten Tagen ebenfalls feststellten. Das Zimmer war komplett abgedunkelt. Die schweren Vorhänge waren zugezogen, obwohl es mitten am Tag war und es war stockdunkel in dem Zimmer. Nur eine kleine gedimmte Schreibtischlampe spendete Licht. Mary Sopdick sagte im Nachhinein gegenüber der Polizei, dass dieses merkwürdige Verhalten und der Gesichtsausdruck in ihr den Verdacht aufkommen ließen, dass Owen entweder vor etwas Angst hatte oder dass er sich um etwas sorgte, vielleicht, ja, erkannt zu werden. Es musste für sie einen guten Grund gehabt haben, dass Owen immer im Dunkeln blieb.
Als Zoptik im Zimmer putzte, machte sich Owen fertig. Er nahm seinen Mantel, streifte ihn sich über, er ging ins Bad, um seine Haare zu kämmen und sagte ihr beim Rausgehen, dass sie nicht abschließen sollte, denn er würde gleich Besuch empfangen. Sie tat, was er verlangte und ließ die Tür offen, als sie fertig war mit dem Putzen. Gegen 16 Uhr kehrte Zoptik mit frisch gewaschenen Handtüchern zurück, die sie ins Zimmer 1046 bringen wollte, und sie fand die Tür immer noch unverschlossen vor. Also sie fand das Zimmer allgemein so vor, wie sie es verlassen hatte. Sie dachte, dass Owen noch nicht wieder zurückgekehrt war, ging in das Zimmer und wollte die Handtücher verstauen. Da sah sie, dass Owen auf dem Bett lag. Er war vollständig bekleidet, wach und starrte an die Decke. Das Zimmer war immer noch komplett abgedunkelt. Nur durch das Licht, was durch den Hotelflur ins Zimmer reinschien, konnte sie erkennen, dass ein Zettel auf Owens Nachttisch lag. Auf diesem stand: Don, ich bin in 15 Minuten zurück, warte. Als sie das Zimmer nach der Reinigung am frühen Nachmittag verließ und auch Owen zu dieser Zeit bereits aus dem Zimmer gegangen war, lag der Zettel noch nicht dort. Nun kommen wir zum 3. Januar 1935. Am nächsten Tag, den 3. Januar 1935, hatte Mary Zoptik Frühschicht. Gegen 10.30 Uhr morgens ging sie zum Zimmer 1046, um die Betten zu machen und den Raum zu reinigen. An diesem Tag stand das Zimmer nicht offen. Es war nicht von innen verriegelt, sondern von außen abgeschlossen. Zoptik öffnete dann mit einem Generalschlüssel die Tür, da sie davon ausging, dass der Gast nicht im Zimmer war. Immer noch war der Raum vollständig abgedunkelt. Und als einzige Lichtquelle diente die gedimmte Schreibtischlampe. Im Schein dieser konnte das Zimmermädchen allerdings sehen, dass sich Owen doch im Zimmer befand. Er saß in einem Sessel in der Ecke von Zimmer 1046. Sie begann dann trotzdem das Zimmer zu reinigen und nach kurzer Zeit klingelte das Telefon. Owen ging ran und sagte zum Anrufer Folgendes: Nein, Don, ich will nichts essen. Ich bin nicht hungrig. Ich habe gerade gefrühstückt. Und nach einer kurzen Pause, in der anscheinend der unbekannte Don sprach, wiederholte er sich: Nein, ich bin nicht hungrig. Danach legte er auf. Nach dem Telefonat sprach Owen zum ersten Mal mit Mary Zoptik. Er stellte ihr Fragen zu ihrer Arbeit, interessierte sich dafür, in wie vielen Zimmern sie putzt, ob sie die gesamte 10. Etage reinigen würde, was für Menschen im Hotel übernachten und ob es auch Apartments zum Mieten im President Hotel geben würde. Im Nachhinein empfand sie die Fragen als merkwürdig. Sie waren immerhin sehr speziell und es war mehr so ein Aushorchen als wirklicher Smalltalk. Vielleicht fürchtete Owen sich vor einem weiteren Hotelgast? Danach beschwerte er sich auch bei dem Zimmermädchen, wie bereits zuvor bei dem Hotelpagen, über die teuren Preise des Mühlenbach-Hotels. Anscheinend beschäftigte ihn dieses Hotel sehr. Und danach beendete das Zimmermädchen die Reinigung und verließ das Zimmer. Um 16 Uhr wollte Mary Zoptik wie jeden Tag frische Handtücher auf die Zimmer bringen und klopfte im Zuge dessen erneut an das Zimmer 1046. Von innen drin hörte sie zwei Männerstimmen. Sie schienen zu streiten und zu diskutieren und es war allgemein sehr laut. Als sie klopfte, fragte eine tiefe, dunkle Männerstimme, die nicht Owens Stimme war, wer da sei. Als sie entgegnete, dass sie das Zimmermädchen ist und neue Handtücher vorbeibringen wollte, antwortete ihr die fremde Stimme: Wir brauchen keine Handtücher. Und das verwunderte sie, denn sie wusste ja, dass sie die Handtücher am Morgen alle rausgenommen hat und die jetzt keine Handtücher hatten. Owen und der fremde Mann, der möglicherweise der mysteriöse Don war, wollten anscheinend nicht, dass jemand das Zimmer betrat. Mary Zoptik akzeptierte das und ging.
Im Laufe des 3. Januars 1935 checkten dann zwei weitere Gäste im President Hotel ein, die für den Verlauf der Geschichte relevant sind. Erstmal John Owen, die nur zufällig den gleichen Nachnamen wie Roland T. Owen trug, kam aus Lee's Summit, was einige Meilen von Kansas City entfernt liegt. Sie hatte den Tag in der Stadt verbracht und fühlte sich allerdings krank, sodass sie sich nicht den Weg nach Hause zutraute und den dann halt am Abend im Hotel verbringen wollte. Gegen 18 Uhr checkte sie also im President Hotel ein und bekam das Zimmer 1048. Dieses Zimmer lag genau rechts neben dem von Roland T. Owen. Um 21.20 Uhr bekam sie Besuch von einem Freund, der 2 Stunden im Zimmer von John Owen verbrachte und gegen 23.30 Uhr das Hotel wieder verließ. Beide sagten im Nachhinein aus, dass sie laute Stimmen aus dem Nachbarzimmer hörten. Das war das Zimmer von Roland T. Owen. Es waren weibliche und männliche Stimmen. Sie stritten und fluchten. Und das war so laut, dass sie sogar überlegten, sich bei der Rezeption zu beschweren. Der Fahrstuhlführer Charles Blocher begann gegen Mitternacht seine Schicht im President Hotel. Er hatte gut zu tun, denn im Zimmer 1055 auf der 10. Etage fand zu dem Zeitpunkt eine Party statt. Neben den Partygästen fiel ihm allerdings noch eine weitere Frau auf. Das ist die zweite Person. Sie betrat gegen 1.30 Uhr nachts das Hotel und er begleitete sie im Aufzug in den 10. Stock. Sie sagte ihm, sie würde im Zimmer 1026 einen Mann treffen. Blocher beschrieb die Frau als jung, schlank, mit einem braunen Mantel, einem braunen Hut und braunen Schuhen. Und er ging eigentlich davon aus, dass sie eine Prostituierte war. Und ihre Identität und was sie im Hotel vorhatte, bleibt bis heute ein Rätsel. Ungefähr 5 Minuten später, nachdem er sie oben abgeliefert hat, erhielt Blocher erneut ein Signal aus dem 10. Stock. Jemand brauchte dort den Fahrstuhl. Als er dann erneut hochfuhr, stand wieder diese Frau vor ihm, die er gerade erst in diese Etage gefahren hatte. Und sie sagte ihm, dass sie den Mann treffen wollte, der nicht im Zimmer 1026 zu finden sei und ob es sein könnte, dass sie sich im Zimmer geirrt hätte. Also es ist unklar, ob sie möglicherweise zu Owen wollte und vielleicht einfach nur eine falsche Zimmernummer hatte. Blocher konnte der Frau jedenfalls nicht weiterhelfen und fuhr wieder runter. Nach ca. 30 bis 40 Minuten erhielt er erneut das Signal aus dem 10. Stock. Es war wieder die Frau, die nun runter in die Lobby fuhr und das Hotel verließ. Ungefähr 1 Stunde später kehrte die Frau erneut ins Hotel zurück, diesmal in Begleitung eines unbekannten Mannes. Mit ihm fuhr sie diesmal in den 9. Stock und blieb dort bis 4.15 Uhr. 15 Minuten später verließ auch der Mann das Hotel und beschwerte sich beim Fahrstuhlführer, dass er aufgrund des Partylärms aus dem 10. Stock nicht schlafen könnte. In der Nacht vom 3. auf den 4. Januar 1935 gab es außerdem außerhalb des Hotels noch eine merkwürdige Begegnung. Kurz vor 23 Uhr fuhr Robert Lane durch die Straßen von Kansas City, als er einen Mann bemerkte, der nur mit einer Hose und Schuhen und einem Unterhemd bekleidet war. Das war sehr außergewöhnlich für diese Jahreszeit, es war ja wie gesagt Januar. Und der Mann winkte zu Lanes Wagen und als er anhielt, stellte er fest, dass es sich nicht um ein Taxi handelte. Und Lane bot dem Mann trotzdem an, ihn mitzunehmen und irgendwo hinzubringen, wo er halt wollte, vielleicht zu einer Taxistelle. Der Unbekannte nahm dann auch das Angebot an, stieg in Lanes Wagen und da bemerkte er, dass der Mann verletzt war. Er hatte eine tiefe Schnittwunde am Arm und er schien noch weitere Verletzungen zu haben. Als er ihn darauf ansprach, grummelte der Mann: "Ich werde sie töten. Morgen." Also mit dem "sie töten" ist jetzt "them" gemeint, nicht "her", also mehrere Menschen.
Lane fuhr zu einer Taxisammelstelle und lieferte den Mann dort ab, aber er konnte dieses sehr seltsame Aufeinandertreffen einfach nicht vergessen. Später stellte sich dann heraus, dass es sich bei dem mysteriösen Mitfahrer um den Gast aus Hotelzimmer 1046 handelte. Auch an seiner Leiche wurde eine große Schnittwunde am Arm festgestellt. Der 4. Januar 1935. Am Freitag, den 4. Januar 1935, begann am frühen Morgen die Telefonistin des Hotels, Della Ferguson, ihre Schicht. Roland T. Owen hatte im Hotel angegeben, dass er um 7 Uhr morgens telefonisch geweckt werden wollte, und Della Ferguson stellte allerdings in ihrer Telefonanlage fest, dass die Leitung besetzt war, aber niemand telefonierte. Somit konnte sie diesen Weckruf nicht tätigen und sie bat den Hotelpagen Probst, der Owen 2 Tage vorher schon auf sein Zimmer gebracht hat, dass er den Gast wecken könne. Er begab sich also auch zu Zimmer 1046 und an der Klinke hing ein Bitte-nicht-stören-Schild. Außerdem war die Tür von außen verschlossen. Der Hotelpage klopfte mehrfach an der Tür und von innen forderte ihn eine Stimme auf, reinzukommen und das Licht einzuschalten. Da das Zimmer allerdings von außen verschlossen war und Probst keinen Generalschlüssel hatte, somit die Tür nicht halt von außen öffnen konnte, weil sie ja wie gesagt von außen verschlossen war, konnte er der Bitte nicht nachkommen und er rief durch die Tür, dass der den Hörer wieder auflegen soll und darauf bekam er keine Antwort. Probst kehrte dann in die Lobby des President Hotel zurück. Er ging wieder zur Telefonistin Ferguson und teilte ihr mit, dass der Gast in Zimmer 1046 anscheinend betrunken sei. Um 8.30 Uhr fiel Ferguson auf, dass der Hörer immer noch nicht aufgelegt war. Sie schickte einen anderen Pagen mit einem Generalschlüssel hoch zu Zimmer 1046. Unverändert hing dann immer noch das Bitte-nicht-stören-Schild an der Tür und sie war ebenfalls immer noch von außen abgeschlossen. Mit dem Generalschlüssel betrat der Page dann das Zimmer. Der Raum war immer noch abgedunkelt und nur durch einen kleinen Lichtspalt aus dem Lichtflur konnte er erkennen, dass Owen nackt auf dem Bett lag. Neben ihm waren einige dunkle Flecken. Er schaltete kein Licht an. Owen redete auch nicht mit ihm. Im Zimmer sah er, dass das Telefontischchen umgeschubst war. Er stellte das wieder auf, legte den Hörer auf das Telefon und ging davon aus, dass Owen betrunken sei. Und dann verließ er das Zimmer wieder. Zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr stellten die Hotelmitarbeiter erneut Unregelmäßigkeiten aus dem Zimmer 1046 fest, denn wieder lag der Telefonhörer daneben, ohne dass jemand telefonierte. Der Hotelpage Probst ging gegen 11 Uhr wieder zum Zimmer, diesmal mit einem Generalschlüssel. Er schloss die Tür auf und musste eine schreckliche Entdeckung machen. Owen lag mittlerweile nicht mehr auf dem Bett. Er lag ca. 60 cm von der Tür entfernt, zusammengekauert und blutverschmiert. Auf dem Boden sein Kopf zwischen den Ellbogen. Probst legte den Hörer wieder aufs Telefon, machte endlich das Licht an und schaute sich im Zimmer um. Überall war Blut. An den Wänden, an der Decke, im Bad, auf dem Boden. Owen selbst hatte auch eine starke Wunde am Kopf, die extrem blutete. Der Page rannte sofort los, um Hilfe zu holen und informierte die Polizei und einen Rettungswagen. Währenddessen ging Probst mit dem stellvertretenden Hotelmanager zurück zu Zimmer 1046, um nach Owen zu sehen. Und die Tür ließ sich allerdings nur noch 15 cm öffnen, weil Owen weiter in Richtung Tür gerobbt war. Mit aller Kraft konnte er sich dann wieder aufrichten und er setzte sich im Badezimmer auf die Wanne. An seinen Hals, an seinen Arm, an seinen Beinen hatte er Fesseln.
Als der Arzt eintraf, stellte er mehrere Blutergüsse am Hals fest, die darauf hinwiesen, dass Roland T. Owen gewürgt wurde. Er hatte eine Schädelfraktur und mehrere Stiche im Oberkörper. Einer dabei traf auch seine Lunge. Und das war halt dann ein Wunder, dass Owen überhaupt noch lebte. Als der Arzt ihn fragte, wer ihm das angetan hatte, sagte er, niemand. Angeblich sei er im Bad ausgerutscht und hätte sich an der Badewanne den Kopf aufgeschlagen. Allerdings durch die Fesseln, die Blutspritzer im gesamten Hotelzimmer und die Einstichen waren sich die Polizei und die Ärzte sehr sicher, dass sich Owen nicht in einen Unfall verwickelt hatte, sondern, ja, dass etwas anders passiert sein musste. Doch Owen konnte keine weiteren Aussagen treffen. Er fiel in Ohnmacht und verstarb in der Nacht zum 5. Januar 1935. Die Polizei stand nun vor einem Rätsel, welches bis heute nicht gelöst ist. Was geschah im Zimmer 1046? Dass jemand weiteres involviert sein muss, war für die Ermittler klar. Es schien allerdings das Einzige in dem Fall zu sein, was offensichtlich zu sein schien. Die Blutspritzer im Zimmer waren von Detectives untersucht worden und sie waren bereits geronnen, sodass sie davon ausgingen, dass die Übergriffe gegen Owen zwischen 4 und 5 Uhr morgens stattgefunden haben müssten. Durch die Vielzahl an verschiedenen Verletzungen war außerdem davon auszugehen, dass der oder die Täter vorhatten, Owen regelrecht zu foltern. Selbst konnte sich Owen diese Verletzung nämlich nicht zugeführt haben, ebenfalls auch nicht, weil im Zimmer 1046 keine Messer oder Tatwaffen gefunden wurden. Owen hatte in den Morgenstunden des 4. Januars mehrere Male versucht zu telefonieren, möglicherweise um Hilfe zu holen, und durch die Fesseln konnte er diese Wählscheibe nicht bedienen, und dies waren eben die Unregelmäßigkeiten, die der Telefonistin im Hotel aufgefallen sind, als der Hörer in Zimmer 1046 eben neben dem Telefon lag. Es blieb allerdings die Frage, warum Owen nicht nach Hilfe rief. Zum Beispiel, als die Hotelpagen in seinem Zimmer waren oder davor standen. Konnte es vielleicht sein, dass sich der Täter zu dieser Zeit noch im Zimmer befanden? Am Telefon konnte die Polizei 4 Fingerabdrücke finden. Es waren sehr kleine Fingerabdrücke, die von einer Frau stammen mussten und weder dem Opfer noch dem Hotelpersonal zugeordnet werden konnten. Auch die Überprüfung in der Datenbank des FBI brachte keine Übereinstimmung. Weitere Fingerabdrücke konnten nicht sichergestellt werden, da das Zimmer anscheinend gereinigt wurde. Außerdem wurden 2 Gläser im Zimmer benutzt. Eines stand im Bad. Das zweite lag im Waschbecken und war beschädigt. Im Zimmer fanden die Ermittler Folgendes: eine Stecknadel, eine Haarnadel, das Etikett seiner Krawatte, eine ungerauchte Zigarette und eine Flasche Schwefelsäure. Bis auf die Sachen war das Hotelzimmer quasi leer. Im Bad fehlten die Seife und das Shampoo, die vom President Hotel in jedem Zimmer bereitstanden. Außerdem fehlt sämtliche Kleidung von Roland T. Owen. Also alle seine Kleidungsstücke, die er seit seiner Anreise trug, waren nicht mehr da. Ebenso fehlte sein einziges Gepäckstück, nämlich die Zahnbürste, die Zahnpasta und der Kamm. Durch den gleichen Nachnamen rückte dann Joan Owen, die Zimmernachbarin, in den Fokus der Ermittlungen. Doch als sie nachweisen konnte, in keiner Verbindung zu Roland T. Owen zu stehen, konnte sie eben auch als Tatverdächtige ausgeschlossen werden. Nichts ergab in diesem Fall Sinn. Keine brauchbaren Spuren wurden gefunden und die Beweise, die gefunden wurden, führten ins Nichts. Alles, was den Beamten bekannt zu sein schien, war der Name des Opfers. Doch auch da sollten sie sich täuschen. Die Polizei versuchte, Angehörige von Owen zu finden in seiner Heimatstadt Los Angeles. Und sie mussten aber feststellen, dass Roland T. Owen nirgends registriert war.
Die Presse wurde eingeschaltet und sie veröffentlichten Bilder vom Opfer, inklusive seiner auffälligen Narbe am Kopf, in der Hoffnung, die Identität des Mannes herauszufinden. Der Leichnam wurde sogar 2 Monate lang öffentlich ausgestellt, in der Hoffnung, dass sich irgendjemand melden würde, der vielleicht eine vermisste Person sucht. Aber auch das brachte keinen entscheidenden Hinweis zur Herkunft des Unbekannten. Nur wenige Leute meldeten sich und konnten berichten, dass sie Owen gesehen hatten. Einige Aussagen sagten, sie hätten den Mann in Begleitung von 2 Frauen gesehen in Kansas. Und auch Robert Lane meldete sich, der berichtete, dass er den verletzten Mann mit dem Auto aufgegriffen hatte. Auch Owens Fingerabdrücke wurden zum FBI gesandt und dort gab es keine Übereinstimmung in der Datenbank. Als letzte Möglichkeit wandten sich die Ermittler dann an das Mühlenbach Hotel, über dessen horrende Preise sich das Opfer ja 2-mal beschwert hatte. Bei ihnen hatte kein Roland T. Owen eingecheckt. Allerdings konnten sie auf den Fotos den Gast identifizieren. Als Eugene K. Scott hatte der Mann in dem Zimmer ein Hotel gebucht. Noch dort gab er an, dass er aus Los Angeles stammen würde. Und auch in diesem Zimmer verlangte er ein Zimmer im oberen Stockwerk mit dem Blick zum Innenhof. Jedoch gab die Suche nach einem Eugene K. Scott in Los Angeles abermals keine Hinweise. Dieser Name war ebenfalls einfach nur ausgedacht. Und auch die Suche nach diesem mysteriösen Don und den weiteren Personen, die sich im Zimmer 1046 aufgehalten haben mussten, blieb erfolglos. Am 3. März 1935 veröffentlichte die Presse, dass der unbekannte Leichnam nun bestattet werden soll. Und weil keine Verwandten ausfindig gemacht wurden, sollte die Beerdigung und die Beerdigung und das Grab eben bezahlen, sollte der Unbekannte deswegen auf einem armen Grab beigesetzt werden und das anonym. Und noch am selben Tag erhielt dann das Bestattungsunternehmen, in dem die Leiche des mysteriösen Mannes lag, einen Anruf. Am Telefon war ein Mann mit tiefer Stimme. Seinen Namen verriet er nicht. Er bat aber darum, dass die Beisetzung verzögert wird, denn er würde die Kosten übernehmen, da er nicht wollte, dass er auf einem armen Grab bestattet wird. Außerdem bat er darum, dass der Tote auf dem Memorial Park begraben wird, denn dann würde er in der Nähe der Schwester des Anrufers liegen. Auf die Aussage des Bestatters, er müsse den Anruf bei der Polizei melden, sagte er, dass ihm das egal wäre. Außerdem traute sich der Bestatter nun ein paar Fragen zu stellen. Er fragte, warum musste der Mann sterben? Und der unbekannte Anrufer begann zu reden. Er sagte, dass der vermeintliche Owen verlobt war, aber trotzdem eine Beziehung mit einer anderen Frau einging. Er habe mit den beiden Frauen ein Treffen mit Owen im President Hotel arrangiert, um Rache zu üben. Er sagte Folgendes: Betrüger bekommen in der Regel das, was ihnen zusteht. Und dann legte er auf. Ob diese Geschichte stimmt, konnte nie zweifelsfrei bestätigt werden. Denn auch diese Variante wirft viele Fragen und Ungereimtheiten auf. Außerdem konnte auch der Anrufer und die beiden vermeintlich involvierten Frauen niemals identifiziert werden. Am 23. März 1935 wurde das Versprechen des anonymen Anrufers eingehalten. Das Bestattungsunternehmen erhielt einen Briefumschlag ohne Absender mit 25 US-Dollar, was heute ungefähr 500 Dollar entspricht. Und neben dem Bestattungsunternehmen erhielt aber auch ein Florist einen anonymen Briefumschlag mit Geld und der Bitte, 13 American Beauty Rosen auf dem Grab niederzulegen. Und außerdem lag da eine Karte dabei, die am Strauß befestigt werden sollte. Auf ihr stand: In ewiger Liebe, Louise. Die Handschrift auf der Karte war absichtlich gefälscht.
Kurz nach den eingegangenen Zahlungen fand das Begräbnis des unbekannten Toten statt. Lediglich die Polizisten und der amtierende Minister nahmen an der Beisetzung teil. Und das Grab wurde dann mehrere Wochen von Undercover-Polizisten beobachtet, aber keiner kehrte zum Grab zurück. Einige Wochen nach der Beerdigung wurde ein Artikel zum Fall in Kansas City Journal Post veröffentlicht. Und er enthielt noch eine veraltete Information, dass der Tote aus dem Zimmer 1046 auf einem Armengrab beigesetzt wurde. Dieser Fakt schien eine Frau so aufzuregen, dass sie bei der Zeitung anrief und klargestellt hat, dass der Mann nicht auf einem Armengrab liegt, sondern auf dem Memorial Park Friedhof und der Bestatter und der Florist dies bestätigen könnten. Auf die Frage, wer sie sei, antwortete sie: Das ist egal, ich weiß, wovon ich spreche. Und das tat sie offensichtlich wirklich, denn die Informationen waren vorher noch nicht in der Presse veröffentlicht worden. Ob es sich bei der Frau um Louise handelte oder um eine der betrogenen Frauen, wenn man der Geschichte des Anrufers im Beerdigungsunternehmen Glauben schenken würde, konnte nie festgestellt werden. Aber auch sie schien etwas mehr über den Toten aus Zimmer 1046 gewusst zu haben, denn sie beendete das Gespräch mit den Worten: Er ist in Schwierigkeiten geraten. Die Ermittler in diesem Fall kamen nicht weiter. Alle Hinweise, was passiert sein könnten, wer der Mann überhaupt war, alles verlief ins Nichts. Trotzdem veröffentlichten die Zeitungen weiterhin Bilder vom unbekannten Opfer und 1,5 Jahre nach seinem Tod meldete sich schließlich Ruby Ogletree aus Birmingham in Alabama, nachdem sie einen Artikel über den Fall in der Zeitung gelesen hatte. Der Tote sei ihrem Sohn Artemus zum Verwechseln ähnlich und er hatte nämlich auch diese auffällige Narbe am Kopf, da ist sie, die er seit seiner Kindheit hatte. Und die hätte er wohl durch einen Unfall mit heißem Fett bekommen. Seitdem er im Jahr 1934 im Alter von 19 Jahren nach Kalifornien trampte, hatte sie ihn nicht mehr gesehen. Aber er hielt weiterhin Kontakt per Brief mit seiner Mutter. Und trotz dieser Zweifel meldete sie sich jetzt bei der Polizei in Kansas City, denn endlich konnte nun wenigstens eine Frage im mysteriösen Fall um das Hotelzimmer 1046 beantwortet werden. Der Unbekannte bekam nämlich jetzt eine Identität. Er war wirklich Artemus Ogletree. Doch auch damit gab es nun Ungereimtheiten. Die Ermittler standen nun vor weiteren Rätseln. Wer gab sich als Artemus Ogletree aus und ließ seine Mutter neben glauben, dass ihr Sohn nicht ermordet wurde? Denn die Briefe, es kamen ja Briefe. Den ersten Brief erhielt sie kurz nach dem Tod, Anfang des Jahres 1935. Er wurde in Chicago abgestempelt und weckte in ihr das erste Mal den Verdacht, dass etwas nicht stimmen würde. Anders als die anderen Briefe ihres Sohnes war das nun mit Schreibmaschine geschrieben und das war sehr untypisch für Artemus Ogletree, denn er konnte nicht maschinell schreiben. Außerdem unterschied sich der Brief auch im Sprachstil so von den anderen Briefen ihres Sohnes. Er war eher umgangssprachlich geschrieben mit Slang und eigentlich schrieb Ogletree nicht so. Im Mai 1935 erhielt sie dann den zweiten Brief nach seinem Tod. In diesem teilte der angebliche Sohn seiner Mutter mit, dass er nach Europa reisen würde. Und wenige Tage später erhielt sie dann wieder einen Brief, dass in ein paar Tagen das Schiff losfahren würde. Diese beiden Briefe waren in New York losgeschickt worden. Im August 1935 erhielt Ruby Ogletree dann plötzlich einen Anruf. Dieser Anruf stammte von einem unbekannten Mann aus Memphis, der ihr erzählte, dass Artemus ihn in einem Kampf das Leben gerettet hätte. Ihr Sohn könne sich selbst allerdings nicht mehr melden und anrufen, da er nun in Kairo leben würde und dort sei er verheiratet und es ginge ihm gut.
Nur schreiben könne er seiner Mutter auch nicht mehr, denn Artemis hatte im besagten Kampf angeblich seinen Daumen verloren. Dieses Telefonat dauerte eine halbe Stunde und Ruby Ogletree konnte sich erinnern, dass der Mann irrational und wirr sprach und anscheinend allerdings ihren Sohn wirklich gekannt haben musste. Sie konnte auch den Ermittlern den Namen des Anrufers mitteilen. Dieser wurde allerdings nie seitens der Polizei veröffentlicht. Gründe für das Geheimhalten des Namens und ob dieser Mann gefunden und befragt werden konnte, wurden nie bekannt gegeben. Es wurde lediglich veröffentlicht, dass Nachforschungen beim ägyptischen Konsulat ergaben, dass Ogletree nie nach Kairo gereist war. Zum Zeitpunkt des Anrufs war er außerdem bereits seit einem halben Jahr tot und hätte das sowieso nicht mehr gekonnt. Durch seine Mutter konnte außerdem ein drittes Hotel ausfindig gemacht werden, in dem Ogletree in Kansas City gewohnt hatte. Die Mitarbeiter sagten aus, dass er mit einem weiteren Mann dort zusammenlebte und ob es sich dabei um den mysteriösen Don handelte, konnte leider nicht geklärt werden. Im Jahr 1937 geriet dann der Mörder Joseph Martin in den Verdacht, auch im Fall des mysteriösen Zimmer 1046 involviert zu sein. Er wurde dann in New York verhaftet, weil er in seinem Hotelzimmer einen Mann umgebracht hatte und dessen Leiche in einen Koffer nach Memphis schicken wollte. In die Stadt, aus der Ruby Ogletree den merkwürdigen Anruf erhielt. Außerdem wurden zwei Briefe aus New York verschickt, wo Martin verhaftet wurde. Verdacht löste er übrigens ebenfalls durch seinen verwendeten Pseudonyme aus. Einer darunter war Donald Kelso, der den Namen des mysteriösen Don ähnelte. Eine Anklage wurde trotzdem nicht erhoben. Seitdem wurde es still um den rätselhaften Mord in Zimmer 1046. Erst Anfang der 2000er Jahre gab es einen neuen Hinweis in diesem Fall. Es gab nämlich einen Historiker der Bibliothek in Kansas City, der einen seltsamen, rätselhaften Anruf erhielt. Der Anrufer wollte seinen Namen nicht verraten, aber er sagte, dass er den Nachlass einer verstorbenen Person verwalte und er habe dort eine Kiste mit Zeitungsartikeln gefunden über den Mord in 1046 und einen Gegenstand, der im Zuge der Ermittlungen immer wieder genannt wurde. Er erwähnte allerdings nicht, um welchen Gegenstand es sich handelte und die Kiste mit den Habseligkeiten wurden leider nie bei der Polizei abgegeben. Und somit bleibt es bis heute ein ungelöstes Mysterium, was sich im Jahr 1935 im Zimmer 1046 abgespielt hat.